Oh, macht ihr Stress oder was? Incendio. Tot. Incendio. Ach, die bleiben nicht lange. So witzig. Die bleiben nicht lange so. Oh, der ist der Beste. Harry ist der Beste. Nintendo. So, ich weiß nicht, was er gemacht hat. Incendio. Incendio. Was? Konnte er mich fressen? Heide, wir haben es geschafft. Lass meine Bohnen. Du Sack. So, irgendwas müssen wir hier machen. Bohnen. Incendio. Bohnen. Aber die Kiste ist schon offen. Oh. Oh, was kann man hier machen? Gar nichts, oder? Nö. Einfach nur ein paar Töpfe. Ach doch, hier muss man irgendwas machen. Hm. Ah, guck mal, hier. Mit Steiner. 137 Bohnen, Leute. Das ist mal richtig krass. Was ist das denn? Ist das wieder so ein Grafikbug oder? Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Ach so, das ist eine Pumpe. Wingardium Leviosa. So. Okay. Ach so, dass die immer Wasser kriegen. Ah. Lol. Ha, da ist noch ein Stern. Müsste, glaube ich, der letzte sein. 5 Stück müssen das, glaube ich, immer sein, ne? Ja, 5 Stück. 5 Sterne und dann... Warum willst du mir meine Bohnen klauen, du Sack? Ja, irgendwas hat er aufgemacht. Hä, ja, warum sollte man das aufmachen? Das macht eben gar keinen Sinn. Na, okay. Gut, wir gehen weiter. Ah, jetzt ist er hinten auch. Warum hat man das so im Unterrichtsraum? Ich verstehe das alles nicht. 6 Sterne sogar jetzt schon. Okay, 3-mal. So, okay. Da ist eine Truhe. Alohomora.
Die haben wir. Dann ist noch eine Truhe. Ach, da ist ein Frosch. Aber wo muss noch ein Frosch sein? Okay, ich weiß nicht wo, aber... So. Und? Ah, wartet mal. Haha! Das müsste ja dann auf der anderen Seite auch sein, oder? Ah, okay. Da war noch ein Gitter vor, habe ich gar nicht gesehen. So, und Omo muss hier noch im Schokofrost sein. Wahrscheinlich Omo auf der Hecke oder so. Ah, nee, da ist er. Ich weiß auch nicht, ob man alle drei Also ich weiß auch nicht, sowas den armen Schüler aus der ersten Klasse aufzudrücken. Ah, okay. Wow. Nein, da war noch ein Stern. Oh. Fuck. Okay, den Stern haben wir uns noch. Das wäre gelacht, wenn wir diesen Stern nicht kriegen würden. Oh. So. Das ist gar nicht so einfach, mit Maus und Tastatur rumzuspielen. Das habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Nur mit Maus und Tastatur. Meistens spiele ich immer mit einem Controller. Also bei den neueren Spielen halt, ne? Weil es halt immer auch mit Controller geht. Und ja, ich bin halt mehr so ein Controller-Typ. Ah, ja, was will man machen? Die gehen wieder? Okay. Und so, wieder speichern. Jetzt wäre es nicht. Also wie oft wir dieses Wort jetzt oder dieses Incendio machen müssen. Hm. Ach, guck mal, da ist ein Schatz drin. Was man nicht alles so findet hier, ne? Und wieder Bone. Nee, eine Zauberkarte da. Aber den hatten wir auch noch nicht. Den hatten wir, glaube ich, auch nicht. Ey, das ist so warm unter dieser... Und unter dieser Softbox, ja. Das ist so extrem krass. Man schwitzt extrem. Also, ihr seht es wahrscheinlich nicht, aber ich glänze halt auch, ne? Ich benutze ja auch kein Puder oder so wegen der Kamera. Ich glaube, andere benutzen auch Puder und sowas. Dass das nicht so glänzt. Ja, dass es nicht alles so glänzt. So, der Bronn ist offen. Also, das ist wirklich aber jetzt das längste von den Unterrichts, aber das ist auch jetzt in, okay.
Glückwunsch, Harry. Du hast die Aufgabe bestanden. Du hast alle Sterne eingesammelt. Ah, alle Sterne sind. 20 Punkte für Gryffindor. Danke sehr. Jetzt mach aber, dass du weiterkommst. Alter, ist das warm. So heftig. Später sind es. Das ist 0:03 Uhr gerade, Leute. Huiuiui. Da bist du ja. Hoffe, du hast was gelernt in Kräuterkundeunterricht. Ich muss einen Schluck trinken. Muss mehr was Zeit, mit dir Leute. Besprechen. Kommst am besten zu meiner Hütte. Lass da mal. Geh aber zuerst zum Flugunterricht. Na, lauf schon. Wieder zum Flugunterricht? Okay. Dann machen wir das. So. Puh. Mal gucken, wo der Flugunterricht ist, ne? Ach, der ist da, ne? Da ist Ron schon. Ron ist Weasley. Durcheinander aus. Am besten, du gehst mal zu ihm und fragst nach, was los ist. Bitte hilf mir! Warum machst du es nicht? Ach, das ist jetzt das mit dem Erinnere. Erinnere mich. Und du willst jetzt, dass ich dir sein heißgeliebtes Erinnern mich zurückgebe? Ich glaube, ich verstecke es irgendwo, wo Longbottom es sich dann selber holen muss. Wie wäre es zum Beispiel auf einem Baum? Im Film hat er gesagt, auf einem Astronomieturm. Glaubst du etwa, du kriegst mich? Dann komm doch, Potter! Also wenn man schon ein Harry-Potter-Spiel macht und die Lizenz dafür hat, dass man dann auch, Gib mir Neville's Erinner-mich zurück, Malfoy! Du willst das Erinner-mich zurück? Dann hol es dir doch! Du ja, solltest immer Bestes. Schön nach meinen Kleinen. Oh, jetzt hätte man kriegen können, aber. Boah, komm schon. Komm schon, Digga. Boah. Der ist mal gegen Felsen. Und gegen. Oh, komm schon, Digga. Was machst du denn da? Ich kann auch nicht abbremsen, ne? Also man könnte schon... So, jetzt haben wir ihn. So. Brücke, Prunkkaste. So, okay, Sprungtaste haben wir gedrückt. Jetzt haben wir den Sack. Du hast meinen Besen kaputt gemacht, und? Potter. Renne zu Papa und hol dir einen neuen. Arsch. Hier, nimm das doofe Ding. Ich kann es sowieso nicht brauchen. Es ist nicht gebrauchen? So, Neville, du Sack, da hast du dein Kackding. Du hast meine Erinnerung mich zurückgeholt. Danke, Harry. Jetzt kann ich endlich meine Kröte wiederfinden. Okay. Komm her, Trevor. Komm zurück. Trevor. Trevor. Jetzt weiß ich es wieder. Ich habe das Trevor GTA 5, glaube ich, hieß auch Trevor, ne? Es gibt dort Pflanzen, die Kröten verspeisen. Nein. Harry, ich bin Professor McGonagall. Stellvertretende Schulleiterin von Hogwarts und Hauslehrerin von Gryffindor. Obwohl ich nicht mit deiner Jagd auf Malfoy einverstanden bin, muss ich doch zugeben, dass du über ein bemerkenswertes Talent verfügst.
Normalerweise dürfen Erstklässler nicht an Quidditch-Spielen teilnehmen. In deinem Fall werden wir diese Regelung jedoch noch einmal überdenken. Harry, das erste Quidditch-Spiel dieser Saison findet heute Nachmittag statt. Das Gryffindor-Team tritt gegen das hervorragende Team der Slytherins an. Wir sehen uns dann später. Ja. So. 190 zu 117, das kann gar nicht sein. Die schummeln ohne Ende. So, jetzt müssen wir noch die Hütte finden von Hagrid. Ach, guck mal, da ist er ja schon. Ist das die Hütte? Ne, das ist Quidditch. Wie kommen die nur auf die Idee, einem Erstklässler... Entschuldigung. Du willst im Quidditch-Team sein? Mal die Schnauze. Ich bezweifle, dass du nach dem Spiel gegen die Slytherin überhaupt noch laufen kannst. Jetzt mach, dass du zu deinem Unterricht kommst, Potter. Klappe. Woher weißt du eigentlich, wie ich heiße? Bin Erstklässler. Suche Hagrids Hütte. Oh. Das ist Hagrids Hütte? Das ist ja der Hammer. Ah. Cool. Guck mal, da ist eine Schildkröte. Hallo, Homora. Gleich nicht. Man kann auch gar nicht da hoch. Okay. Also es kann nicht sein, dass wir hier schon lang müssen. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Wo steht denn da überhaupt? Steht nicht mal was drauf, man kann nichts lesen. Hä? Aber ich komme hier gar nicht mehr weg. Hä? Okay, ist doch schon richtig. Wir müssen da irgendwie lang. Ist ja witzig. Okay, hochklettern können wir da nicht. Was können wir denn machen? Ah, die kann Feuer schießen, aber wir können auch nicht irgendwie da rauf oder sonst irgendwas. Wir können gar nichts machen eigentlich. Nur Bone. Bone. So. Boah, das ist alles. Boah. Gerade so. Ja, super. Guck mal, die Bäume, die Textur von den Bäumen ist auch so krass, ne? Das ist ein Frosch. Ja. Schoko-Frosch. So, jetzt können wir speichern.
irgendwas hier machen. Ach, komm schon, das ist ein... Nein! Wo sind die? So, ihr Kacker. Mann, Hagrid, ey. Oh, danke, den habe ich gebraucht. Ich habe den Frosch so sehr gebraucht. Und der Busch ist so hart. Ich komme nicht an ihm vorbei. Mann. Und du hältst die Klappe. Und da ist noch ein Schokofrosch. Danke. So. Wir haben den umgekippt. Super. Ja, da muss es noch ein... Warte mal. Muss es aber noch irgendwas anderes geben, weil... Achso, das ist wahrscheinlich, wenn man runterfällt, oder? Ich weiß jetzt nicht, welcher... Oh, guck mal, der kann so... Der kann sogar schräg. Warum ist eigentlich seine Hütte so weit entfernt? Pass mal auf, guck mal, wir können es ja... Oder wir fallen in ein tiefes, schwarzes Loch und sind tot. Und dann müssen wir den Baum halt normal umkippen. Ich wusste gar nicht, dass Wasser so krass das Wasser so durchlässig ist. Genau, das Wort hat mir gefehlt. Also ihr habt ja gesehen, Wasser war extrem krass. Sind in das unendliche schwarze Loch gefallen vom Wasser. Schon sehr mysteriös. Aber genauso wie der Wald. Boah. Der hängt aber auch immer nur am seinen Fahnen, ja? Huia. So, diesmal schaffen wir es aber. So, Hagrid, wo bist du denn, Alter? Ja, moin. Oha. Nein, schon wieder runtergefallen. Ist ja der Hammer. Und hier könnte man unendlich leben. Incendio. 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 Nintendo. Ich habe keinen Bock nochmal da runter. So, jetzt ist einfach nochmal rüber zu jumpen. Ah, geht doch. Incendio. Ah, Hagrid, wir sollten uns echt mal unterhalten, wo du hier wohnst.